Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Wir spielen die Korn Ferry Tour und das ist der vierte Event auf unserer Tour. TPC Sawgrass, die Florida Open. Und ihr seht es schon rechts oben, minus 31, also wir sind richtig gut drauf. Ein einziges Bogey, 32, ja nee, da war sogar ein oder zwei Eagle dabei. Also auf jeden Fall haben wir super performt. Wir gucken mal jetzt ganz kurz in die Scorekarte. Ihr seht es auch hier, wir haben auch dieses Mal auf den Front 9. 5 Birdies, 1 Bogey. Das ist der kleine Schönheitsfehler leider. Aber ansonsten müssen wir ganz klar sagen, wir sind dominant, mittlerweile 20 Schläge Vorsprung. Das heißt, wir werden definitiv dann für das nächste Event, ich weiß jetzt gar nicht, welches es ist, aber für das nächste Event werden wir natürlich dann ein bisschen hier das Feld ja anpassen, was das Thema hier angeht, damit das Ganze nicht, ich glaube, zu einseitig und zu langweilig wird. Nichtsdestoweniger haben wir noch 9 Bahnen zu spielen, die Back 9 hier in TPC Sawgrass und die müssen natürlich auch erstmal gespielt werden, um hoffentlich am Ende die Trophäe und den Pokal in die Luft zu halten. So, wir gehen auf die 10 mit 425 Yards, ein moderates Par 4. Und müssen jetzt ein bisschen drauf achten, weil wir haben sogar ein bisschen Rückenwind. Und wenn wir Rückenwind haben, bin ich fast geneigt, eventuell vielleicht einen Schläger weniger zu nehmen. Einen Schläger weniger. Wir werden den einfach ein wenig hoch anspielen. Einen hohen Draw hier ins aufs Fairway. Dann schauen wir mal. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für die Back 9 TPC Sawgrass. Das war jetzt Präzision. Jo, das war jetzt absolute Präzision. Also da haben wir ein bisschen Glück gehabt. He's left himself 133 yards to the flag, pin back right, so he can take an aggressive line. Ja, das ist jetzt so eine Sache, aggressive line. Wir haben ja Rückenwind, absolut, und das wird definitiv ein Schläger weniger sein. Aber wir müssen natürlich auch irgendwie über den Bunker rüberkommen. Wir müssen auch über den Bunker rüberkommen. Eisen 9, okay. Nee, das sehe ich eigentlich nicht. Eisen 9, aber das Wedge ist halt, da müssen wir echt Gas geben. Der Wind wird es ja wieder, wie gesagt, rüberdrücken. Oh ja, der wird den richtig rüberdrücken. Und wenn er dann zu kurz ist, landen wir im Bunker. Aber nun gut, wenn wir ein bisschen Glück haben, ihr seht es, dann rollt das Ganze hier zum Stock runter. Das wäre natürlich hervorragend. Das wäre natürlich hervorragend. Also, wir werden jetzt ein kleines bisschen im flacher spielen, damit er ein bisschen hoffentlich Roll macht. Ja, er kommt, denke ich, über den Bunker. What a way to start the back nine. That is a tremendous iron shot. Yep, das war wieder mal hervorragend. Ich kann es gar nicht mit anderen Worten beschreiben. Es geht ein bisschen bergab. Das heißt, der Ball wird rollen, der wird Gas bekommen, der wird also Speed haben über die rechte Seite. Und schauen, ob er uns wieder auslippt. Nein. Okay, well done. A couple of birdies here sandwiched around the turn at 9 and 10. And he's drawing ever closer to a fourth victory on the year. Yep, so sehe ich das auch. Number 11 here at the TPC Sawgrass, 558 yard, par 5. No shortage of options, no shortage of hazards, Frank. If there's one hole at TPC Sawgrass where you can literally leap out of your shoes, this is it. So, da sehen wir die Alligatoren wieder. In Florida, die Alligatoren, die hier tatsächlich alle rumschwimmen. Also das ist nicht ganz ohne. Da gibt es auch immer interessante Videos, wenn man sieht, wenn dann so ein Alligator tatsächlich mal auf einem Fairway ist oder am Rande
und die Spieler dann dahin kommen. Und naja, ihr könnt es mal googeln, also beziehungsweise auf YouTube suchen. Also da gibt es das ein oder andere interessante Begebenheit mit den Tierchen auf jeden Fall. So, aber es ist wie immer, die sind mittlerweile auch ein bisschen dran gewöhnt, dass da die Leute immer vorbeilaufen, aber ich würde dann trotzdem nicht zu dicht an denen vorbeigehen. Nein, 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 nein. Darf man nicht unterschätzen, die können auch ganz schön flink sein. Okay, wir haben den Driver in der Hand für dieses Par 5 mit 543 Yards, wo wir, wenn wir den gut platzieren, mit dem zweiten Schlag tatsächlich das Grün erreichen können. Ich sehe jetzt aber, dass da doch der Wind uns ein bisschen... ja, ein Strich durch die Rechnung macht. Aber sei es drum, wir hauen das Ding raus. Und liegen Mitte Fairway. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. Ja, 287 Yards ist jetzt nicht der Burner. Ist klar, dass er nicht weit gerollt ist. Okay, kurz gesteckte Fahne. Ein Holz 3. Ich bin fast mal geneigt dazu, einfach mal hier den Ball vorzulegen. Also wie es so schön heißt, ein Layup durchzuführen. Ja, ja, weil das Problem ist ja der Wind und dann rennt er uns übers Grün. Dann vielleicht lieber ein kurzes Eisen. Dann eben und dann schön an den Stock spielen. Wäre auch mal eine Variante. Ah ja, wir sehen's. Oje, oje, oje. Der Wind ist da schon heftig. Der Wind ist schon heftig und drückt ihn ganz schön rüber. Machen wir einfach mal ein Layup. Mal eine andere Variante. Im Zweifel auf sichere Pärchen gehen. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. So, den Pitch mit dem 60er Wedge. Das Problem, was wir haben, ist die False Front hier vorne. Das heißt, er wird definitiv nach rechts springen. 44, 38, 37. Da muss halt hier vorne aufkommen und dann springt er nach rechts runter und läuft runter. Und auf der anderen Seite wird natürlich die False Front bzw. das Semi-Rough hier den Ball bremsen. Und der Wind macht wieder so komisch. Okay, dann spielen wir halt mit dem Wind. Ah, komm. Ah, ja, ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu kurz. Yep, played that nicely. That'll work out just fine. Chance now for another birdie. Ja, die Chance ist da. Ein bisschen bergauf geht's am Ende. Die Chance ist jedenfalls da. Ja, das ist wieder so eine Gefühlssache. Wir geben hier ein bisschen mehr Speed an den Ball. Aber er bricht hier vorne auch schon sehr früh. Ah, ein bisschen kurz, glaube ich, vom Durchsprung. Ja, ist klar. Ein bisschen wenig Power. Ja, ein bisschen wenig Power. Aber dafür haben wir ja, wie gesagt, spielen wir jetzt hier, denke ich, das sichere Pärchen. Sehr gut. And pars are fine at this point with this tournament well in hand. Sehr, sehr gut. So, 20. Now to the short par 4, 12. It was redesigned for the 2017 players. Certainly you can drive it, but there is some risk involved. And that's the way it should be for a par 4 this short. That water on the left is right up against the green. So players have to make a decision here. Genau. Also hier mit dem Driver dann natürlich den Ball zu hooken, bedeutet immer die Gefahr, dass der Ball im Wasser landet. Und so bei dem Wind wird es jetzt wohl eher keine so Gefahr sein. Der wird wohl eher nach rechts weglaufen. Aber wir haben auch nicht die Länge, als dass der nach hinten rausrennt, bin ich der Meinung. Aber man kann mich auch lügen strafen. Oh ja, da sind wir jetzt doch im Rough. Ah, too strong for this hole, eh?
Ja, danke. Ran out of fairway and into the rough. Strong ist mit Sicherheit nicht mein zweiter Name. It appears to be a pretty good lie. Should have a go at this. His second now at the 12th. Ein Pitch. Naja, die steckt hinten. Das heißt, wir haben viel Grün zum Anspielen. 51. 42. Das Ganze wird, wie gesagt, okay, das macht sowieso schon wieder der Wind. Auf der anderen Seite 92, 97. Er wird auf jeden Fall... Ja, Leute, Mitte grün, einfach drauf. So, jetzt ein bisschen nach links runterrollen. Ja, also, Pin High, gut dosiert. Okay, not a bad lead, that's a good shot. Genau, und mit ein bisschen Glück haben wir hoffentlich wieder keinen Break. Ja, habe ich mir noch gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. So, es geht 3 Inches bergab. Ja, er rollt ein bisschen. Okay. Ein leichtes Break über links. Mitte Loch. That'll help the cause. It's a birdie here at number 12. And this Sehr schön. Over a while ago. This is just a walk in the park now. Ja. It's just a walk in the park, step in the dark. TPC Sawgrass on the 17th hole with the island green. I think 13 gets lost sometimes, but the pros know this is a really good hole. Oh, it can be disastrous too. That's, I think, what you're referring to, Rich. There's a big ridge in the middle of this green that bisects the top side with the bottom side on the left. So even when the flag's on the left, you don't have to go directly at it because that normally causes the problem with the wooden bulkheads down the left side and obviously the water left of that. So something on the ridge can often run down towards the left. But we have seen the odd hole-in-one here over the years. So, da haben wir das Problem. Man sieht es ja, dass hier eine Wahnsinnswelle auf der rechten Seite ist. Das heißt, da kriegt der Ball einen ziemlichen Kick. Und aber die Idee ist natürlich schon, dass man hier den Ball runterrollen lässt. Aber die Fahne ist natürlich kurz gesteckt. Das macht es nicht einfach. Jetzt überlege ich gerade, ob wir, aber wenn wir den Fade spielen, weil der Wind kommt ja von rechts, das ist natürlich klar, das wird alles nach links runtergehen. Wenn wir den Fade spielen, dann müssen wir natürlich übers Wasser und dann könnte der kurz werden. Dann könnte das alles sehr knapp werden. Ja, ich überlege jetzt gerade, aber ein Eisen 6 ist eigentlich zu lang. Wir müssten noch ein bisschen mehr rechts, dann fällt der eigentlich in die Welle hier rein. Okay, wir werden den ein kleines bisschen höher anspielen, damit er hoffentlich etwas schneller zum Liegen kommt. Okay, er geht nach links, er geht nach links, er geht mir zu sehr nach links. Boah. Oh, that's a good looking shot just left of the flagstick and he'll have that left for his birdie. Now this for another birdie. So, Level, ja, es geht ein bisschen hoch, linke Lochkante, weil der müsste auf jeden Fall dann rüberbrechen. Nicely done. Two straight birdies here early on this back side. And this is turning into an absolute runaway at the top of the leaderboard. Ja, es gibt einfach diese Tage, wo du aufstehst und einfach weißt, es funktioniert, egal was du tust. It is, Rich. And when you see a player hit two shots comfortably on the screen, you think, what's all the problems about 14? But when you see someone stray left or stray right, you realize that 14 is a real bear. So, die 14 ist jetzt wieder ein richtig schön langes Par 4, 502 Yards und die Fahne steckt hinten drin. Also jetzt, das wird jetzt eine Mammutaufgabe im Prinzip. So, wir müssen auf jeden Fall über links, über rechts kommen. Das Problem ist, wir dürfen nicht im Rough landen, weil sonst haben wir eigentlich keine Chance, den Ball kontrolliert aufs Grün zu bringen. Wenn wir den natürlich hier in die Welle reinkriegen, dann rollt er uns ein bisschen links runter. Okay, wir lassen den Wind für uns hoffentlich mitarbeiten, gehen noch ein kleines bisschen nach links und hauen das Ding raus. Der Wind arbeitet für uns.
gut. Das sind 272 Yards Carry und 392 mit Roll. Frank, there's a lot to factor in on this approach at the 14th. You can favor right side of this green and sort of allow the contours of the green just to move that ball to the left. So, wir sehen es. Es ist auf jeden Fall stark über rechts. Ein Eisen 4 sehe ich überhaupt nicht. Ich muss mir das nochmal anschauen hier mit den Abstufungen, weil eigentlich hier zwischen dem 5er und 6er ist ja eine richtige Abstufung, dem 7er auch, aber das 4er hat hier eigentlich gar keine. Also das 4er müssten wir eigentlich ein bisschen länger machen. Ah, okay, das müssen wir uns da mal im Equipment ansehen. Aber tendenziell, ja, wenn der da reingeht, dann kriegt er einen schönen Kick und rollt nochmal richtig links runter. Dann kriegt er einen richtig schönen Kick eigentlich. So. Weil sie nämlich da richtig wie eine kleine Steilkurve ist. Und dann müsste er auf jeden Fall die Strecke machen hier runter. Okay. Ein Sechser sollte jetzt nicht so viel rollen. Sauber. Das ist gut. Da brennt nichts an. Aber man könnte jetzt definitiv sagen, klar, ein Eisen 5 hätte uns den näher zum Stock gebracht. And this one might need a little bit extra encouragement, Rich, to make it up this slope, but all in all, not too difficult a putt. So, da wollen wir definitiv in das Loch. Am Anfang geht's ein kleines bisschen nach rechts. Das wird sich aber kaum bemerkbar machen. Vorne die letzten anderthalb Meter, da tut sich was. Ja, die letzten zwei, drei Meter tut sich was. Das heißt, wir gehen definitiv hier. Er wird langsam und wird dann nur noch zum Loch hinrollen. Ja, und dann wird er nämlich richtig rüberbrechen, glaube ich. Wir versuchen es trotzdem ein bisschen stärker. Und jetzt brich. Ah, schade. Yep, not bad. Had to put a little extra into that one, but got it there. That's a pretty good effort. Ja, wir sollten natürlich immer schauen, dass wir hinter das Loch putten. Bälle, die natürlich vorne dran liegen bleiben. Ihr wisst es, 99% der zu kurz gelassenen fallen nicht. Es war wieder ein guter Putt, ein bisschen zu viel, aber gar kein Problem. Das nagt nicht am Selbstbewusstsein. Okay, good putt. And a par here at 14. Yep. And he'll be unable to take that score any further under par. He'll stay right where he is. So, wir kommen zur berühmten 17, immer näher. Aber wir haben noch zwei Bahnen. So, auch hier ist wieder ganz, ganz wichtig, natürlich den Ball vernünftig aufs Fairway zu bringen, damit wir einen guten Annäherungsschlag spielen können. Und hier hilft uns mal ausnahmsweise der Wind wieder. So, dass er uns hoffentlich entlang der Spielbahn rollt und das Ganze natürlich wieder, ja, wir gehen mal ein bisschen mehr rechts und machen ein bisschen mehr Fade. Mal schauen, ob er diesmal den Fade wieder gut annimmt oder ob er uns wieder links bleibt. Er nimmt den Fade an, gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Once again another great tee shot. I'm starting to wonder how low can you go? And the driving has been simply superb. Oh, Frank, what's yes. The key on this approach here at the 15th? Well, knowing exactly where that pin placement is, Rich, there's mounding, there's that little gut out of the right side of this green. If you miss your mark here, that ball can easily finish 30 or 40 feet away. Eisen 8. Eisen 8 mit etwas Gegenwind. Er geht gleich zum Stock. Okay. It's been a beautiful round of golf today. It's been a clinic with the irons and more evidence there. The swing, the strike. And look how close that is. Okay, bergab.
über links. Kein schwieriger Putt. Ah, yes, never in doubt. It's a birdie here at 15. And this is no longer a contest, folks. This one is all over, but the shout. Frank, I think one of the things that fans love about this gauntlet, 16, 17, and 18, each hole has that sort of hold your breath moment. Certainly 17, we know when that ball's in the air, you're holding your breath. Is it wet or dry? 16, same on that second shot. You're holding your breath wondering, where is it? Right in the water or left with a chance for three? That's why you don't want to get too sloppy on that tee shot. A lot of people look at 16 because there's a wide fairway and they think just get it down there. But the extra 10 or 15 yards, there's a little ridge down that left side. If you catch that, the ball will kick good 20 yards further forward. 20 yards is two clubs. I'd much rather go into 17 with a 4-iron than a 2-iron. Jo, die 16, die 17, 18 haben schon Geschichte geschrieben. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Löcher. Und da ist auch wieder wichtig natürlich, den Ball sauber ins Fairway zu bekommen, um dann eine Chance zu haben, hier tatsächlich ein Birdie oder gar ein Eagle zu spielen. Und dieses Eagle ist uns ja in der letzten Runde tatsächlich in der dritten Runde gelungen. So, soweit so gut. Das war erstmal die Pflicht. Jetzt kommt die Kür, denn ihr seht es, diesen Stock möchte man nicht anspielen. Man sieht natürlich, wir haben Rückenwind. Das heißt auf jeden Fall ein... Oh, Eisen 4. Das kriegen wir ja definitiv nicht zum Liegen. Ja, natürlich klar. Kürzeres Eisen bringt uns übers Wasser. Der Wind drückt den vom Wasser weg. Das ist erstmal gut. Aber er drückt den natürlich auch mit Rückenwind nach hinten. Eieieiei, das ist wieder so ein Thema, wo man sagt, einfach nur aufs Grün kommen. Was bietet er uns an? Ein Eisen 5 haben wir jetzt im Moment. Wenn wir den dann natürlich reinfaden, dann kriegen wir den hoffentlich hier. Ja, aufs Grün und dann rollt er uns noch ein bisschen rüber. Kurve ist erstmal ganz okay. Jetzt, wie springt er? Ah, bleibt schön liegen. Dann können wir putten. Jupp, also mit dem zweiten erstmal auf dem Grün. Das ist hervorragend. Das heißt, wir haben eine Birdie-Chance. I'm a tough taskmaster. If he makes the putt, or at least gets down in two, then I'm going to congratulate him on this hole. Ja, ein Eagle ist jetzt natürlich ein bisschen illusorisch. Ich glaube, da wird hier bei 67 Fuß, wird das natürlich eher, ich sag mal, weniger als 1%. Aber wir schauen, dass wir da gut rankommen. 6 Inches tief, und da sind wir wieder, glaube ich, die Alligatoren im Wasser. 6 Inches tief. Jetzt schauen wir nochmal, was ist denn da hinten dran? Na, stopp, stopp. Ah, okay, da geht es dann hoch. Ja, okay, das hilft uns, dass natürlich der Ball da hinten nicht rausrollt. Ja, da hinten geht es dann ein bisschen wieder hoch, aber auch nur ein Stück weit. Okay, 6, 5. Ja, okay. Ah ja, wir haben erst, da haben wir eine kleine Welle, okay. So, über links, das Ganze geht alles über links. Dann haben wir da vorne eine Welle. In der Mitte ungefähr. Und die drückt natürlich den Ball nochmal richtig nach rechts runter. Okay, das heißt, wir wollen definitiv nicht, dass er uns rechts wegläuft. Ja, dann werden wir mal schauen, wo wir so landen. So, jetzt kommt die Welle. Dann kriegt er nochmal ein bisschen Speed, aber der ist viel zu weit rechts. Jetzt bremst er. Also die Länge war sehr, sehr gut. Ja, man muss ehrlich sagen, ja, Pin High, die Länge war hervorragend im Prinzip. Und am Anfang oder so ab der Mitte habe ich ein bisschen Sorgen gehabt, weil er doch ein wenig schnell aussah. Aber er bremst halt tatsächlich hier dann ein wenig hoch. Das ist natürlich gutes Design, gut gemacht. Und jetzt haben wir nochmal die Chance zu dem nächsten Birdie. Aber jetzt müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Okay. Break. Okay.
This round finishing strong. Back-to-back birdies now at 15 and 16. And he is just unstoppable right now. So, wir kommen zur berühmten 17. The most famous hole in the whole sport. It's the 17th here at the stadium course, the TPC Sawgrass. Frank, if you look at it on the card, it seems so simple. It's just 137 yards. For the best in the world, that's a pitching wedge, maybe a 9-iron. And yet, every year, we see nightmares galore. And that's where you have to remind yourself what can and what does happen here. I normally cut the green in half here. It's 26 yards deep. So if you just take 13 yards off the yardage, you have 124 yards to the middle of the green. That has to be your target. This is no time to be a hero. You can still have a putt for birdie. Ja, wir haben Gegenwind. Das hilft uns, dass der Ball definitiv nicht hinten rausrennt. Die Fahne steckt natürlich wie immer am Sonntag rechts. Das ist natürlich eine hässliche Pin-Position, weil wir natürlich den Bunker davor haben. Und aus dem Bunker will man eigentlich nicht gegen das Wasser hier schlagen. So, wenn wir hier den so weit, dann landet der hoffentlich da gerade so in der Welle. Ja, ich tue mich doch ein bisschen schwer. Der Wind, ein bisschen kürzer vielleicht. Okay, wir können natürlich etwas länger spielen und dafür höher anspielen. So. Huch, huch, huch. Nee, der bleibt liegen und rollt vielleicht noch ein bisschen. Nein, rollt er nicht. Okay. Ja. Nichtsdestoweniger ist man immer froh, wenn man an so einem Tag den Ball schön Mitte aufs Grün bringt und da drüben bewegt sich was. Ein lebendes U-Boot. Okay. So, was haben wir? Wir haben einen Fuß. Okay. Das sind definitiv hier, sagen wir mal, ja, fünf. So, okay. Das Ganze natürlich über links. Kontinuierlich über links. Ja, man will da nicht zu lang sein. Da unten geht es immer weiter, ne? Also das, der wird da nicht groß bremsen. Settle. No. Shocker there. That maker all the way off the green. Ja, wäre etwas langsamer gewesen, wäre früher gebrochen. So, jetzt haben wir wieder dieses Phänomen, dass er eigentlich hier im Fringe war und jetzt wird wieder hier gedroppt und wir spielen hier tatsächlich wieder mit dem Putt. Und eigentlich ganz komisch, also warum hier so ein Drop stattfindet, weil normalerweise müssten wir den logischerweise von dort spielen, chippen oder wie auch immer. Aber sei es drum, es geht, ja, hier steht Level, aber es geht schon berghoch. Es geht schon berghoch, aber da wo er jetzt liegt, haben wir eigentlich wenig Break. Jo, das nächste Pärchen, noch eine Bahn. Noch eine Bahn und dann bringen wir das Ganze nach Hause. Und um ehrlich zu sein, so oft können wir gar nicht ins Wasser schlagen. So viele Bälle haben wir gar nicht dabei. Frank, and another example of visual intimidation from the designer Pete Dye. Those wooden bulkheads that go all the way down the left side of 18 give you like an optical illusion, Rich. And there's not a single fairway bunker on the right to give you something specifically to aim at. So you've got to fixate on one of those trees. This is not a hole where you want to be looking at anything other than a specific target. Ja, das müsst ihr euch jetzt so vorstellen. Ihr seid mit einem Schlag vorne und jetzt müsst ihr diese Bahn spielen und die gesamte linke Seite ist Wasser. Was haben hier die Leute schon Bälle ins Wasser geschlagen, die in aussichtsreicher Position waren? Wir werden hier ein kleines bisschen drohen, damit er etwas in die Kurve geht. So. Ja. Das ist natürlich auch wieder knapp hier, aber wir liegen safe. It is in the fairway at 18. One more good approach shot.
could just about seal it. So, und die Fahne müsste jetzt vorne links sein, Frank, it's all damit man hier richtig übers Wasser nochmal muss. Imagery, isn't it, here on this approach shot at the 18th? Okay. You have to be precise with your target here. You can't be looking left at the water or mounds on the right. Plus, there's all the mounding on the screen. So, in the end, look at the flag, aim at the flag, go there. Mhm. Etwas kürzer. Wenn uns der Wind den Stich lässt, dann liegen wir dann am Schluss doch noch im Wasser. Aber auf jeden Fall etwas länger. Ja, ja, der Wind, der wird ganz schön, denke ich, dagegen arbeiten. Ja, er geht rechts, das ist gut. Er geht sogar unheimlich nach rechts. Der wird pinhai liegen bleiben, aber dann haben wir einen bösen Bergabputt. Ja, er kommt sogar noch ein bisschen runter. Er kommt noch ein kleines bisschen runter, 28 Fuß. Not quite as close as what we'd all want to finish, but still. Chance now for another birdie. 12 inches. That you need to take into consideration. It's going to break down the slope a little from right to left. Not an easy one. So, wie gesagt, wir wollen den da nicht drüber hinaus putten, weil der rollt dann auch durch. Und da unten ist, ihr seht es an den roten Linien, direkt hinterm Loch, da ist es dann, geht es ein bisschen bergab. Das müssen wir nicht haben. Das müssen wir nicht haben. Also vorhin ist er ja ganz schön gerannt, das war aber ein Fuß. Aber jetzt wollen wir den trotzdem hier einfach nur runterrollen lassen. Denn Jo, da hätten wir ja noch glatten Birdie gespielt zum Abschluss, ein richtig schönes. Okay, Freunde, wir sind letzter Putt. Das müsste es sein. Das müsste der zweite Turniersieg auf der Korn Ferry Tour sein. Okay, so that will wind up the par at the last, and that will make this a final round, 63. A spectacular round of golf. Frank, unquestionably a satisfying victory for our featured player. You won 15 times on tours around the world, including the PGA Tour. What's the significance of the second victory? It's a great question, Rich. And I think that to answer you simply, it's huge. But to sort of detail it more, the first one, there's always question marks. People tag around, is it a fluke? Were they lucky? Did they chip in on the last? So you work just as hard, if not harder, for the second one. And then when that happens, you feel validated and you feel finally over the hump. So for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Diona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. Ja, vielen Dank wieder für die 2 Sekunden Freude und Siegerehrung. Ja, ja, das war wieder mal eine ganz, ganz kurze Nummer. Also ich glaube, da muss EA auf jeden Fall auch noch ein bisschen nacharbeiten. Also ein bisschen mehr dürfte man sich hier schon wünschen, wenn man eben ein Turnier gewinnt. Auch wenn es jetzt so klar und deutlich war mit 36, 22 unter, also 22 Schläge Vorsprung. Also Freunde, auch diese Runde wieder 9 unter Par. Ich glaube, das war deutlich. 9, 18, 36, das heißt ja wirklich genau im Schnitt 9 unter Par, denn diesmal haben wir leider, oder theoretisch haben wir ja wieder 10 untergespielt, aber hatten eben dieses Bogey an der 4. Okay, wir schauen mal, was uns das Ganze bringt. Wir kriegen wieder Total Token 360 Stück. So, Pro Pass Level Up und da sind wir jetzt auf 12 und da schauen wir mal, was wir da bekommen. Für den nächsten Golf Level brauchen wir noch einiges an XP, da müssen wir noch mal ein paar Turnierchen spielen. Aber da ja jetzt das Menü da ist, so und wir hier sehen, Quest Completed Florida Open, okay. Wir jetzt auch sehen, dass wir hier unten 2 Early Promotion, also 2 Turniere hier gewonnen haben auf der Korn Ferry Tour. Muss ich jetzt doch mal nochmal hier reinschauen auf die Rankings, wo wir jetzt ganz deutlich führen, weil wir wieder 500 Pünktchen gemacht haben. Wir haben jetzt 488 Punkte Vorsprung und hier steht 4 Events und 2 Siege, ja.
Okay, habe ich das letztens irgendwie falsch rumgelesen oder war da, weil ich, irgendwo war ich irritiert, weil da 3 stand und ich habe mich gewundert, wo wir das dritte Turnier gewonnen haben. Okay, nichtsdestoweniger hervorragend, wir haben 4 Turniere gespielt, 2 davon gewonnen und 3-mal waren wir unter den Top 10 und wir führen jetzt dieses Ranking definitiv an. Hervorragend, das freut mich und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was wir hier ja bei den Pass hier gewonnen haben, beim Pro Pass, Augenblick. So, da müssen wir raus, Pro Pass, oben rum, da ist es rot, da gibt's was. Und dann schauen wir mal, was gibt es hier? Okay, hier gibt es noch mal ein paar Gummipunkte. Wir claimen das Ganze. 14.775, das ist insofern wichtig, weil, wie gesagt, ich würde gerne noch für 18.000 den Drivers Back kaufen. Da gibt es jetzt welche andere. Da schauen wir mal auch noch mal ganz kurz hier zum Abschluss rein in den Store. Und bei den Specs sehen wir das Patrick Cantleys Driver Spec und die würde ich schon gerne haben, die sind nicht verkehrt, haben zwar jetzt nicht ganz so viel Power, aber Control ist natürlich hervorragend und das würde uns auch helfen. Okay, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch wieder gefallen hat, wir haben TPC Sawgrass, wir haben die Florida Open gewonnen und haben somit die zweite Trophäe bei uns im Schrank und das gefällt mir gut. Das nächste Mal werden wir definitiv, wie gesagt, die AI ein bisschen hochziehen, damit natürlich das Feld etwas interessanter wird und wir schauen mal, ob wir irgendwann hier mit unseren 4 Gummipunkten, die wir noch haben, Skill Points, dass wir die auch mal einsetzen, unseren Player, unseren Spieler noch ein bisschen pushen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wieder kurzweilig, so hoffe ich doch. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch fürs Zusehen und würde mich natürlich über ein Abo freuen. Natürlich auch über Däumchen und eure Kommentare. Ich sage recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal, wenn wir wieder EA Sports PGA Tour spielen. Ich sage tschüss, ciao, cheerio. Wünsche euch allen ein schönes Spiel und bleibe für euch der Baden-Farmer.